Ja, moin und Servus und alles Mögliche. Und ich kann euch wieder. Ja, Rufus ist ja schon gut. Und ich kann euch wieder willkommen heißen zu einer nächsten Folge hier bei mir auf dem Kanal mit Chaos auf Deponia. Und ja, lieber Rufus, ich bin auch ein wenig müde. Bin nämlich gerade jetzt aufgestanden. Wollte eigentlich heute noch in die Bibliothek gehen, aber muss ich erstmal meine beiden Kumpels fragen, ob wer auch geht. Weil ich habe keinen Bock allein zu gehen. So. Denk mal, ey, komm, denk mal hier. Schraubenzieher Ein zwischenklemmen. wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Klemm die einfach dazwischen. Spiel nicht an den Geräten Okay. herum, wenn du nicht aufpasst. Mecker, mecker. Ja, mega, 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 mega. So. Wir waren ja dabei, die Datasette zu holen. What the fuck, was war da? Ah ne, okay. Ich dachte schon, die könnte den Hund looten. Kann man bestimmt noch was mit von gebrauchen. Also, wahrscheinlich. Hey du! Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Jetzt gibt's auf die Fresse. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast da etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Tod Was dem war denn das Organon. jetzt? Okay. Vor allem, wo sind die hin? Naja. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier unten zum Marktplatz. Können wir jetzt auch zum Waffenladen gehen, ist jetzt die Frage. Tatsächlich. Können auch zum Waffenladen gehen. Okay, erstmal hier hin, bevor wir zur Datasette gehen. Und schauen in die Röhre. Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole, ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Alter. Okay. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Mach mal zu. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das Ah. für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Ich wollte jetzt mal das letzte Mal durchsprechen. So, was haben wir denn hier? Die Tür. Hallo. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt Milch Blausäure. Was zum? Wer bist du denn? Der es nicht mag, wenn man ein Rohr vor sein Gesicht hält, in jeden Anlass. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben? Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Die ist ja herzallerliebst, ey. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Oha, das war ja ein sehr erfolgreiches Gespräch. Was ist hier unten? Nach Klein Venedig. Oh, es ist ja schön hier. Das ist ja richtig schön.
So, was haben wir denn hier? Industriegebiet, Dock. Und da, wo ich bin, können wir anscheinend nicht hingehen. Okay, Antenne. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Ja, wir Profis. Wir Profis, du, ich Rufus. Wir machen das natürlich jetzt. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Einfach abgerissen, die Scheiße. Oh ne. Einstiegsluke, aber erstmal an das Periskop. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ach ja, nee. Guck doch mal los. Wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Okay. Dann gehen wir rein. Zu für meinen Geschmack. Vielleicht aufhebeln? Was auch immer hinter dieser Tür sein mag, ich bin darauf vorbereitet. Ja, so wie es aussieht, ein Handschuh da unten. Ja, ich glaube, das hilft uns alles noch nicht weiter. Ach nee, wenn jemand zuguckt. Nö, das hilft alles nicht Ach weiter. Ach nee, wenn jemand. Ich dachte vielleicht aufschrauben, irgendwas. Man kann ja die Schraubenzieher mit allem eigentlich verwenden. Mal irgendwo sind bestimmt ein paar Schrauben. So, in den Hafen. Ah, da waren wir schon am Anfang, oder? Nee. Hallo, das ist doch hier der Sänger. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Warum will ich denn überhaupt ausmachen? Schraubenzieher. Das ist kein Schrottverbrennung. Mann, haben wir hier über vieles zu tun. Die Spelunke. Oh nein, da will ich nicht rein. Nein. Da unten ist schon der Boso, hab ich schon gesehen. Da gehen wir. Aber nee, wir wollten die Datasette holen. Ein Ei. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Nimm doch mal an. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Warum packst du noch deinen Penis an? Weil der war ja schon in Tonis. Ja, genau. So, jetzt zu den Docks, da waren wir. Oh, wen haben wir denn da? Das denn? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun sie das? Die Einaugenmafia. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Au, aus, au, au, au. Ein paar nette Jungs. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Donner? Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Ja, das solltest du. Aber erstmal zurück, wir wollen ja mit unserem Schiffsmann reden. Wie nennt sich das denn? Gondoleur? Ein Notenständer. Oh oh, das verheißt nichts Gutes. Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Wollen wir mal ausprobieren. Ein Airbag. Ranzo, bist du Tomato? Mache Puff. Meine neue Sacco, die Aria. Jetzt muss ich zu Ihnen danken, um hier zu holen, die Ersatz. Das war lustig. Tschüss. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Aber der Typ scheint ein Urdeutscher zu sein. Er kannte das Urwort für ein Hoden eines Deutschen. Sacco de Aria. Komm Leute, so schlecht fand ich ihn jetzt nicht mal. Ah, ne.
Ja, dann gehen wir mal in die Spelunke rein. Wen treffen wir denn hier so an? Rasiermesserfisch. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Nimm dir doch mit. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Hä, kann ich auch zu dem Typen da? Tatsächlich. Galef. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns schon vor Docs Werkstatt begegnet? Ach so. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Ja, lass uns doch gleich mal spielen. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Wie geil, Alter. Ja, dann lass mal immer den guten Stein benutzen. Lass uns spielen. Sollte ja gegen die Schere ganz gut aber sein. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Wie offizielle Turnierfinger? Ich geh da mal wieder. Mach das. Sie könnten gezinkt sein. Alter, will er mich verarschen? Natürlich sind sie gezinkt. Ich mach ja genau das, was ich will. Hier haben wir so ein Mafia-Heinio wieder. Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Das Paarungslied der Schrottgraben, die Schrottlawinentantel, lustigste Lümmel. Das lustige Lümmeltütenlied? Der Tote Daumen lang. Das lustige Lümmeltütenlied. Ja, moin. Ach, das läuft schon. Ja, dann das Paarungslied der Schrottgraben. Das klingt ja alles gleich. Oder ist es, soll das nicht die Musik sein, die ich gerade höre? Das ist doch einer von den Typen, die ich vor dem Stadttor verprügelt habe. Ich muss vorsichtig sein. Hey, Nord. Entschuldigung. Was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Unorganisiertes Verbrechen? Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das? Was ist denn da? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern. Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Hallo? Hast du mal gesehen, was ich alles schon gebaut habe? Hast du mal die Größe gesehen von dem, was ich schon gebaut habe? Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na, hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher.
Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja, dass mein Hinterkopf, ja, schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht... Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte... Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Oh, der Arme. Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Ja. Und diese ganzen Fragen... Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Diese werden in der nächsten Folge noch stellen, denn das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, ob wir verwegen genug sind. Tschüss.